und am Wort ist die Bildungssprecherin der NEOS. Sie heißt Martina Künzberg-Sarré. Hohes Haus. Wir NEOS, das ist ja kein Geheimnis, sind fest davon überzeugt, dass der Pädagoginnenberuf der wichtigste in der Republik ist, egal ob für Schule und oder Kindergarten. Wir brauchen für den Pädagoginnenberuf die Besten und die Motiviertesten. Und für diese brauchen wir die besten Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen. Wir diskutieren hier eine einstimmig beschlossene Regierungsvorlage, der wir mit einigem Bauchweh zustimmen und die wir als ersten Schritt in die richtige Richtung sehen, aber wo uns noch viel zu tun gibt. Was sind unsere Kritiken oder was ist unsere Kritik? Der Quereinstieg ist sehr. Ich bitte Sie, können Sie die Lautstärke etwas runterfahren? Die Frau Abgeordnete Sarré ist dran und würde auch gerne ihre Rede fertig machen. Bitte. Wir kritisieren daran, dass die Berufsgruppen, die in Frage kommen, dass das zu eng gefasst ist, dass man hier Berufsgruppen, die auch in Frage kommen würden, nicht eingeschlossen hat und dass auch die Praxis in dieser Ausbildung zu kurz kommt und es sozusagen schwierig werden wird, die Leute sofort als Kind oder Gruppenleiterin verwenden kann. Aber seit dem letzten Ausschuss ist ja relativ viel passiert. Ich sage jetzt nur noch einmal, man kann es ja nicht oft genug sagen, 1,2 Milliarden für Nachmittagsbetreuung und Rechtsanspruch, mega Sprengstoff, gar nicht gut, wie kannst du das aufhalten? Und weil der Kollege Sieber von der ÖVP vorhin gesagt hat oder erklärt hat, es handelt sich ja gar nicht um die Kindergartenkinder, sondern es handelt sich bei den 1,2 Milliarden um Schulkinder. Ich weiß nicht, was Sie erwarten, das macht doch das Geschriebene nicht weniger arg, nur weil das Schulkinder sind. Wir haben in dieser Woche 2 Demonstrationen vom Elementarbildungspersonal. Was glauben Sie eigentlich, wie es denen geht, wenn Sie diese Akten lesen? Und was glauben Sie, wie es denen geht, wenn Sie wieder sehen, dass im Elementarbildungsbereich für 2022 keine zusätzlichen Budgetmittel des Bundes zur Verfügung gestellt werden, und das nach dieser langen Zeit der Pandemie. Die ÖVP ist ja heute mehrmals ausgerückt, um klarzustellen, dass wir in der Kinderbetreuung gar nicht so weit weg sind, dass wir, ein Kollege der ÖVP hat gemeint, es gibt ganz wenige Länder, die mehr investiert haben in Kinderbetreuung als wir. Ich darf Ihnen das kurz darstellen. Die skandinavischen Länder investieren oder geben für Kinderbetreuung 2% des BIP aus. Das OECD-Mittel ist 0,8 und jetzt, große Überraschung, Österreich hat 0,6% des BIP für die Kinderbetreuung ausgegeben. Der Herr Kollege Daschner setzt sich gerade nieder. Sie haben ja einen Mathematiker in Ihren Reihen. Gehen Sie bitte mal zu dem hin und lassen Sie sich das erklären, wie man Statistiken liest und wie man sich das ausrechnen kann, wo Österreich bei den Ausgaben steht. Und liebe Frau Kollegin Hamann, Sie haben gesagt, dass wir alle zusammenhelfen müssen in diesem Kindergartenthema. Ja, das stimmt und da gebe ich Ihnen recht. Bund, Länder und Gemeinden, wir alle müssen schauen, dass da was weitergeht. Aber immer automatisch in einem Nebensatz zu sagen, aber eigentlich sind die Länder dafür zuständig, da machen sie sich, finde ich, mittlerweile echt ein bisschen leicht. Und es ist mir ehrlich gesagt auch vollkommen egal, wer den Lead übernimmt in diesem Thema, ob das der Bildungsminister ist, ob das die Familienministerin ist, ob das der Vizekanzler oder das sogar der Bundeskanzler ist oder vielleicht auch Sie. Es muss irgendjemand in die Verantwortung gehen und sich dafür verantwortlich fühlen, das zu übernehmen und was auf die Beine zu stellen. Und es reicht nicht, immer nur zu sagen, wir wollen eh, aber eigentlich sind es die Länder, die das dann vielleicht nicht wollen. Seit diesen unsäglichen Kommentaren sind 2000 Tage vergangen, 2000 Tage, wo Kinder besser betreut werden hätten können, egal ob in Schule oder Kindergarten. Martina Künzberg-Sarré war das von den NEOS. Sie befürwortet den Quereinstieg.
ja, zu Wort gemeldet. In den Kindergarten, in den Kindergärtnerinnenberuf. Jedoch sei das nicht zu weit gefasst.